Wo sind wir jetzt bei der Leiter? Im Firma des Sklavenkäfige. Geöffnet. Sollen wir jetzt noch die Wachen killen oder was? Kommt! Beeilt euch! Ach so. Oben ist das Zelt des Anführers. Darum kümmern wir uns. Ihr bleibt hier bei den Leitern und sorgt dafür, dass uns niemand belästigt. Ach, natürlich. War nur mal ein Test, ob das jemand bemerkt. Das große Zelt dort trägt das Familienwappen der Cougars. Nach allem, was ich gehört habe, ist Theseo ein Feigling. Falls er merkt, dass er verloren hat, wird er fliehen. Sorgen wir dafür, dass er nicht weit kommt. Das tut er ja nicht, weil wir... weil es hier nicht viel gibt, wo man fliehen kann. Wer ist das denn? Wächter, Magier-Rapier, okay. Wir haben den Heiler, Cheater! Oh, das scheint wehgetan zu haben. So, gegen wen wollen wir jetzt eigentlich hier vorgehen? Auch vergessen. Nein! Oh. Na gut, beabsichtigt, ich geb's zu. Genauso wie das. Wer ist das denn da? Achso, Wächter. So, der ist voll. Dann machen wir dafür, dass sie leer sind. Und zwar mit einem fetten Hieb. Oder auch nicht. Können wir die alte da hinten nicht irgendwie ausschalten? Oh, der war mal instant. Helft mir! Nicht so schnell. Hier geblieben. Warte! Ach, out of range. Hier geblieben.
Sprinten wir aber mit der Karte hinter. Was war das denn jetzt? So, du gehst mir extrem auf den Geist, weißt du das? Halt! Nicht! Ich ergebe mich! Ihr wollt das Atacuma? Los, greift zu! Aber es ist nahezu wertlos. Wisst ihr? Wir wollen es nicht verkaufen. Wir wollen verhindern, dass es verwendet wird. Ich will euch euren Plan nicht madig machen, aber es werden weitere Karawanen kommen. Wollt ihr sie alle überfallen? Ihr kennt einen Lysander Eurydion? Allerdings. Er ist mein Auftraggeber. Dann wisst ihr sicher auch, wo er ist. Sicher. Er versteckt sich unter dem alten Alchemistenviertel Araimanios in den Katakomben. Vor wem? Vor euch zum Beispiel, Senorita. Ihr seid doch Aurelia. Die Gerüchte über eure Schönheit sind nicht unbegründet. Ein Jammer, dass ihr sie an den falschen Gott verschwendet. Aha, welchen Gott denn? Falscher Gott? Welchen Gott meint ihr? Tja, welcher Gott? Ach, wenn mir nur sein Name wieder einfiele. Schöner Versuch. Mhm. In Araimanios soll es spuken und die Katakomben sind groß. Wo genau sollen wir suchen? Den Platz, an dem ich Dom Lysander treffen sollte, ziert ein Skarabäus. Das ist ein Käfer. Mehr kann ich euch nicht sagen. Na super. Was hat Lysander euch erzählt? Offen gesagt waren seine Andeutungen recht vage und verwirrend. Er schrieb etwas von einem Namen. Der Tod seiner lieben Prinzessin muss ihn sehr mitgenommen haben. Aber darüber wisst ihr vermutlich besser Bescheid als ich. Los, macht ein Ende. Boron erwartet mich. Was, laufen lassen? Nö. So, wieder ein Quest hinterm, das Magierrapier, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja, mit einem Zauberbuch. So, ist mittlerweile wieder ein Fragezeichen hier irgendwo. Sieht nicht so aus. So, wir können mal ein paar Punkte wieder versemmeln. Hier haben wir jetzt alles gelernt bei den Sonderfähigkeiten, was wir unbedingt gebraucht haben, ne? Ja. Waffentalente, zwei Handwaffen reicht vollkommen zu. So, jetzt hier bei den Talenten. So, Zauberan, du gehst mal weiter auf deinen Stock. Was ist das denn jetzt? Nerd. Ich bin Nerd. Habe ich bei Steam jetzt freigeschaltet. Na, warum auch nicht? So. Dann auf jeden Fall seine Hiebwaffen weiter. So, noch zwei Punkte in Dolche. Kann sich wenigstens halbwegs gut mit dem Dolch verteidigen. Auf jeden Fall erstmal pennen. Gehen wir es wieder nach Minibilla.
speichern. Und dann tun wir nochmal speichern. Und weiter ins Traumkrautviertel. Nach Arayman Manius, oder wie es auch immer heißen mag. Kalastri. Was, wie hieß der? Kalastrimeter. Hier ist der Platz mit dem Skarabäus. Oh, wie schön sie duften. Wie schön gesund sie alle sind. Habe ich recht, meine Lieben? Ja. Wer seid ihr? Wir sind die Verfemten. Arimanios gehört uns. Haben eure Ammen euch nicht beigebracht, dass dieser Ort ein einziges Grab ist? Dass kein Schatzsucher je von seiner Suche zurückkehrt? Wir sind Kakerlaken. Zertretet uns und morgen erwartet euch ein neuer Schwarm. Und eure schönen Körper werden zappeln. Aha. Wir suchen einen Zugang zu den Katakomben. Wir stehen direkt davor. Wir könnten euch durchlassen, aber das kostet. Was, Fickzoll? Was verlangt ihr? Euer Leben vielleicht. Habt ihr Angst vor den Toten? Nö, eigentlich nicht. Das trifft sich gut, denn wir fürchten sie. Meiner Familie, dem Haus Drimeter, gehörte das Wertvollste, das sich jemals in den Händen eines Menschen befand. Die einzige Schönheit, die uns in Arimanios verblieben ist. Das Bildnis der Prinzessin Myrtale. Aber mein räudiger Vetter hat es gestohlen. Das Bild muss an seinen rechten Platz zurückkehren, hat er gesagt. Mhm. Holen wir uns das Bild oder kloppen wir die einfach nieder? Ach, wir kloppen die nieder. Aus dem Weg mit euch, Fratzen! Wir kloppen die nieder. Wir sind sowieso schon Verbrecher, also von daher können wir euch die Schwachen noch verprügeln. Beziehungsweise diese pestverseuchten Typen hier, die eh schon einen Totenschein in der Tasche haben. Ich sehe schon, die haben Giftwaffen. Also, der hat nur 6 Leben. Okay, jetzt. Ach, da hat er da nicht falsch geguckt. Ach Mensch, warum machen die es denn sich unnötig schwer? Was ist denn jetzt hier auf einmal? So, können wir den Chef einfach niederbrezeln. So, du kommst mal ein Stück näher und dann kannst du ja mal dein Elementar hier rausholen. Das war so klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Oh nein, der Typ hat eine Sichel in der Hand. Wo hat der das denn hinbewegt, ey?
Ich hätte jetzt gesagt, dass er es in die andere Richtung hinschmeißt, aber nicht, dass er sich auf sich selbst drauf knallt. Also wirklich jetzt. Thank you.